Was gilt es zu beachten, wenn eine Immobilie vererbt wird? Darüber wollen wir sprechen in diesem kurzen Q&A-Video und zwar aus drei Perspektiven. Einmal, was passiert eigentlich aus Sicht eines Erben? Worauf muss ich achten, wenn ich eine Immobilie erbe? Dann aus Sicht eines Käufers, wenn ich eine Immobilie kaufe von jemandem, der eine Immobilie geerbt hat. Und dann eben als drittes, was kann ich tun, um den Nachlass für mich selbst zu regeln, wenn ich irgendwann mal Immobilien vererben werde? Viel drin in diesem Thema. Ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen erfolgreiche Immobilieninvestoren werden. Und wenn du das auch werden möchtest, dann abonniere am besten unseren YouTube-Kanal. Was ist zu beachten, wenn ich ein Mehrfamilienhaus erbe, oder auch generell eine Immobilie erbe, Stichworte Nießbrauchrecht, lebenslanges Wohnrecht oder generell dann eben Erbschaftssteuer? Es ist ein Fall, der sehr, sehr oft vorkommt, dass Immobilien vererbt werden, manchmal kauft man auch Immobilien in dem Moment von jemand, der sie gerade geerbt hat. Auch dann kommen diese Themen auf den Tisch. Und deshalb wollen wir die Themen einmal kurz hier diskutieren in einer kurzen Q&A-Folge. Und zwar mit Markus Rehkogler, der gerade in Teneriffa sitzt. Hallo Markus. Hallo, guten Morgen. Genau, Stefan sitzt nach wie vor in Berlin. Also die Frage kommt von Jan, der hat das ganz speziell auf das Erbe eines Mehrfamilienhauses bezogen. Ich würde es jetzt mal insoweit öffnen und sagen, Markus, vielleicht kannst du einmal mal erklären, was passiert denn jetzt überhaupt, wenn ich ein Mehrfamilienhaus geerbt bekomme und was sind da möglicherweise für Themen aus deiner Sicht drin? Sehr vielschichtiges Thema. Zum einen natürlich das Thema Erbschaftssteuer. Dafür wird die Immobilie vom Finanzamt bewertet. Auch immer wieder so ein Thema oder so eine Frage, wie bewertet das Finanzamt, stimmt der Wert? Da ist es ja so, man kann grundsätzlich einen geringeren Wert nachweisen. Also das Finanzamt bewertet die Immobilie nach einem standardisierten Verfahren. Die können sich natürlich nicht die Mühe machen, jede Immobilie anzuschauen. Die haben da so ein, ja, einfach mal ein Standardverfahren. In der Regel ist es so, dass die Bewertung ein kleines bisschen unter dem Verkehrswert liegt. Ja, vielleicht so 80-90% vom Verkehrswert kommen da raus. Wenn es aber so ist, dass die Immobilie in einem besonders schlechten Zustand ist und der tatsächliche Wert geringer ist, wie das, was das Finanzamt bewertet, dann kann ich das nachweisen durch ein Verkehrswertgutachten. Und um dann natürlich auch die Erbschaftssteuer zu mindern. Das ist mal das eine Thema. Auf der anderen Seite die Einkommensteuer, was dich also nachher als Vermieter betrifft, da ist es einfach so, es gilt die sogenannte Fußstapfentheorie. Du trittst also ein in die Fußstapfen des Erblassers. Es gilt, also die AFA läuft ganz normal weiter. Beispielsweise, also alles, was die Zeiträume betrifft, gilt praktisch der Anschaffungszeitpunkt vom Erblasser. Auch wenn es dann um die Frage geht, ist die 10-Jahres-Frist vorbei, kann ich das Objekt steuerfrei veräußern, dann gilt auch der Anschaffungszeitpunkt vom Erblasser. Ah, da gilt nicht also, der Erbzeitpunkt, das fängt nicht bei 10 Jahren neu an. Nein, das geht auch mit der Fußstapfentheorie über. Du führst es praktisch fort von dem Erblasser. Lass mich mal kurz auf das Gutachten, weil Erbschaftssteuer ist natürlich ein Riesenthema. Weil ich bekomme jetzt eine Immobilie, ich habe vielleicht selber mit Immobilien nichts zu tun, habe auch jetzt keine Riesensummen auf dem Konto. Das kann natürlich sein, dass da auch je nach Verwandtschaftsverhältnis zum Erblasser ein ordentlicher Betrag an Steuer rauskommt, den ich dann als Liquidität ja auf einmal brauche, während ich eigentlich dieses liquide Wirtschaftsgut Immobilie erbe. Es hat natürlich, also deshalb ist A sehr wichtig, wie hoch ist das und B, wo bekomme ich das Geld her? Jetzt lass einmal kurz noch auf die Höhe eingehen. Ich kann ein Gutachten in Auftrag geben, ein Verkehrswertgutachten, um einen niedrigeren Wert nachzuweisen. Wenn jetzt in dem Gutachten entgegen meiner Erwartung rauskommt, das war schon ganz richtig vom Finanzamt oder der Wert ist sogar noch höher, war das dann ein sehr dummer Schachzug oder kann ich das dann einfach sinngemäß dem Finanzamt nicht melden? Ich kann das einfach mal in Auftrag geben und gucken, was rauskommt, oder? Ganz genau. Also in der Praxis macht man das ja so. Ich selber mache ja auch Gutachten, Verkehrswertgutachten. Wir schauen da erstmal drüber, wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich habe hier einen Erbschaftssteuerbescheid bekommen. Das Finanzamt bewertet diese Immobilie mit Betrag X und dann schauen wir da mal drüber, ob das Sinn macht, überhaupt ein Gutachten zu machen.
Und ganz genau, wie du sagst, wenn das so wäre, dass Wiedererwarten der Wert höher wäre, dann gibt es gar keinen Grund, das vorzulegen. Gibt keine Anzeigepflicht quasi dann? Nein, nein. Grundsätzlich ist eben der Wert vom Finanzamt maßgebend und du hast nur die Möglichkeit, einen niedrigeren Wert nachzuweisen. Okay. Und wenn ich jetzt dann einen Bescheid vom Finanzamt bekomme und jetzt steht da drin, ich muss, keine Ahnung was, 100.000 Euro Erbschaftssteuer bezahlen, ist das dann sofort fällig? Also stehe ich dann quasi da und muss jetzt innerhalb einiger Wochen 100.000 Euro besorgen? Gibt es da, weiß nicht was, ein Jahr Zeit? Ist das standardisiert, wie lange ich dann habe, dieses Geld zu bezahlen? Die Erbschaftssteuer ist also 4 Wochen nach dem Bescheid fällig, ja. Also sehr kurzfristig, ja. Das heißt, was mache ich dann wahrscheinlich in der Praxis? Versuche ich zu einer Bank zu gehen und das Geld irgendwie auf die Immobilie aufzunehmen wahrscheinlich, ne? Genau, also das Thema, also ich muss ganz anders sagen, die Bearbeitungszeit ist ja schon relativ lange beim Finanzamt. Zumindest bei uns in Baden-Württemberg ist es aktuell so, dass die Erbschaftssteuerfälle sehr, sehr lange dauern. Ich habe gerade vor meiner Abreise von einem Kunden noch was auf den Tisch bekommen, da war der Erbfall vor über einem Jahr. Die haben jetzt den Fragebogen bekommen vom Finanzamt für die Erfassung der Immobilie. Also da geht sehr, sehr viel Land ins Zeit, da habe ich ja schon mal Zeit, mich darauf vorzubereiten auf das Thema. Wenn ich mit dem Steuerberater spreche, der kann mir, wenn ich einen ungefähren Wert der Immobilie habe, schon mal grob überschlagen, was rauskommt an Erbschaftssteuer. Und dann kann ich mich darauf vorbereiten. Und um auf die Zahlung zurückzukommen. Wenn du Schulden miterbst, dann werden die ja abgezogen von der Erbmasse. Also sprich, du erbst ein Mehrfamilienhaus, das ist 1 Million wert. Du übernimmst aber auch die Schulden, die sind meinetwegen noch 500.000 Euro. Also ist die Erbmasse, sind nur 500.000 Euro die Differenz. Und auf diese... Okay. Auf diesen Wert wird die Erbschaftssteuer festgesetzt. Und die Erbschaftssteuer, dann gibt es natürlich erstmal noch Freibeträge. Für Kinder sind es aktuell, ich glaube, 400.000 Euro. 400, ja. Und je nach Verwandtschaftsgrad wird der Freibetrag eben geringer. Umso weiter entfernt du verwandt bist mit dem Erblasser, umso geringer wird der Freibetrag und dementsprechend halt auch höher die Erbschaftssteuer. So, dann lass uns jetzt aber mal die Perspektive quasi wechseln. Also jetzt waren wir gerade der das geerbt hat. Und das ist klar, jetzt kann es ja aber auch ein guter Zeitpunkt sein. Eben im Prinzip, Stefan, was du ja gerade schon ein bisschen angesprochen hast. Jetzt könnte der Erbe ja in ein paar Probleme laufen. A, finanzieller Natur, wenn eben das so ist, dass er dann was bezahlen muss. Und B, auch vielleicht in der Situation der Überforderung mit der Komplexität der Immobilie. Und das ist ja ein ganz geschickter Zeitpunkt, um den kennenzulernen aus Sicht eines Immobilieninvestors, oder? Ich möchte das auch nicht jetzt quasi auf die Schiene ziehen, sagen, da muss man Notlage von Menschen ausnutzen. Ganz im Gegenteil oder so nicht gemeint, sondern bei uns ging es auch um ein Mehrfamilienhaus jetzt hier in München, wo das tatsächlich wir auch wirklich eine Dame, die es bekommen hat, die es geerbt bekommen hat, auch wirklich beraten haben, ihr wirklich geholfen haben, auch mit allem transparent geholfen haben, was da nachher vielleicht Marktwerte sind, wenn sie das wirklich alles durchmanagen und sanieren und machen würde. Und sie von selbst quasi auch schon gesagt, um Gottes Willen, also ich kann auf gar keinen Fall eine solche Immobilie mit der Komplexität jetzt irgendwie behalten. Ich würde mich freuen, sie jetzt zu verkaufen an einen Profi. Also es ist jetzt auch nicht Notlagen ausnutzen, sondern tatsächlich, aber da gibt's natürlich ein paar Themen, die da drin sind, ne? Ganz klar, also aus Sicht der Erbin, die muss natürlich erstmal vielleicht für sich prüfen, kann sie es im Moment verkaufen wegen der Spekulationsfrist, sind diese 10 Jahre vorbei, wie gesagt, ab Kaufdatum vom Erblasser. Und ein ganz anderes, ganz praktisches Problem ist, da kann ich jetzt aber auch nur wieder für uns, für Baden-Württemberg sprechen, dass es hier im Moment zurzeit ewig dauert, bis die Erbscheine da sind, bis die Testamentseröffnungen da sind. Das ist also teilweise 1 Jahr, 1,5 Jahre. Und so lange hängen die Erben tatsächlich in der Luft. Okay, und wenn ich jetzt dann kaufe, also sagen wir, ich komme da an einen Zeitpunkt, wo jetzt ein Erbe sagt, verkauft das, dann könnte das ja auch noch sein, dass er zum Beispiel sicherstellen möchte, dass er selbst oder andere Personen da drin wohnen können. Das wäre dann
ein Wohnrecht? Was gibt's da für, was gibt's da für Gestaltungsmöglichkeiten oder was hast du da schon erlebt? Naja, wenn jemand eine Wohnung selber nutzen möchte, klar, es gibt das Wohnungsrecht, es gibt Nießbrauch, es gibt das Wohnrecht als Dienstbarkeit. Gibt's, ja, das was sind so die Unterschiede? Entschuldigung, jetzt habe ich dich nicht verstanden. Was sind die Unterschiede? Also was ist der Unterschied zwischen einem Wohnrecht und einem Nießbrauchrecht? Also ein Nießbrauch ist ja sozusagen die Nutzung der Immobilie. Also der kann die ein Nießbrauchsberechtigter kann die Immobilie umfassend nutzen. Er kann sie vermieten. Nießbrauch heißt ja in der Definition auch die Ziehung der Früchte. Also er kann die Miete vereinnahmen. Ist also viel umfassender. Und ein Wohnrecht ist tatsächlich, ja, er darf die Wohnung nutzen, ja, zu Wohnzwecken, beziehungsweise man kann das ja, man kann ein Wohnrecht relativ ausführlich definieren, wenn man ein Wohnrecht bestellt, was er genau tun darf, ob er Nebenkosten zahlen muss oder ob das auch enthalten ist. All diese Dinge kann man selber verhandeln und auch dann vereinbaren. Ein ganz großes Thema ist immer, was passiert, wenn der Wohnungsberechtigte beispielsweise im Alter in ein Pflegeheim kommt, bleibt denn die Wohnung leer, darf die weiter genutzt werden oder wird das Wohnungsrecht gelöscht oder vielleicht wird das Wohnungsrecht auch vererbt an einen Erben. Das sind alles Dinge, die man, wie gesagt, verhandeln kann. Wenn ich jetzt ein Haus habe, ich erbe jetzt ein Haus, das ist ein Fünf-Parteien-Haus, ich habe noch nie was von Immobilien gehört, habe keine Ahnung davon und ich komme jetzt zu dir, Marco, sage, dann verkaufe ich dir das, du bist scharf auf das Haus, findest das gut, das rechnet sich für dich. Ich sage aber, ich möchte da auf jeden Fall sicherstellen, dass ich da die ganze Zeit drin wohnen kann. Was bietest du mir dann konkret an? Dann würde ich dir tatsächlich Wohnrecht eintragen. Ich würde aus heutiger Sicht eine Vereinbarung treffen, dass dieses Wohnrecht erlischt, wenn du irgendwann mal also nicht mehr dauerhaft dort wohnst, wenn du in ein Pflegeheim kommst im Alter, dass dann das Wohnrecht erlischt. Ich bin jetzt 33, würdest du das da auch machen? Naja, das hängt am Ende vom Kaufpreis ab für die restliche Immobilie. Relativ einfache Rechnung, oder? Ja, darauf wollte ich hinaus. Markus. Ganz kurz noch zur Ergänzung, was ich tatsächlich auch machen würde, ich würde vereinbaren, dass du die Betriebskosten bezahlst, weil das ist ja ein Thema, das wissen wir, die Nebenkosten, Betriebskosten, die steigen immer höher und die würde ich tatsächlich vereinbaren, dass die umlagefähig sind auf dich. Lass uns nochmal einmal kurz reingehen in die Fragestellung, wenn ich nicht alleine bin, ja, weil klar, wenn ich jetzt der einzige Erbe bin, ist das alles relativ simpel. Ich entscheide auch über die Dinge selber. In der Praxis werde ich oft in einer Erbengemeinschaft landen. Lass uns sagen, einfach nur mit meinem Bruder. Wir sind jetzt prinzipiell auch nicht verstritten oder sowas, ja. Aber was passiert jetzt rechtlich? Jetzt entsteht dann ja eine Erbengemeinschaft. Das heißt, die Immobilie geht nicht in mein Eigentum über, sondern ich lande quasi in einer Gesellschaft rechtlich mit meinem Bruder und die Immobilie gehört dann dieser Gesellschaft. Wie funktioniert das jetzt in der Praxis, wenn wir dann Dinge entscheiden wollen, wir vielleicht auch tatsächlich anderer Meinung sind, was jetzt mit der Immobilie passieren soll? Nicht zwingend verstritten, aber einfach inhaltlich. Die Erbengemeinschaft, das ist ja grundsätzlich mal eine Bruchteilsgemeinschaft. Also du hast einfach einen Anteil an dieser Immobilie oder an dieser Gemeinschaft. Die Erbengemeinschaft, die gibt es da immer nur als Ganzes. Also es gibt jetzt nicht die Erbengemeinschaft der Immobilie, sondern da kommt das ganze Erbe ist da drin. Also auch die Antiquitäten, die Kanung der Schmuck, das Bargeld, das Depot, es ist alles in einer Erbengemeinschaft. Und das Schwierige, sage ich mal, in der Sache ist ja immer, die Erbengemeinschaft kann nur gemeinsam entscheiden. Also sie kann nur gemeinsam handeln. Es einstimmig. Einstimmig. Es gibt da kein Mehrheitsstimmrecht oder dass zwei Erben den dritten überstimmen können. Die Erbengemeinschaft kann nur gemeinsam handeln. Wenn die Erbengemeinschaft die Immobilien verkaufen möchte, dann müssen alle drei Erben zum Notar. Und es bringt nichts, wenn zwei kommen und sagen, wir haben jetzt den dritten überstimmt. Funktioniert nicht. Und genau da liegt das Problem. Das lässt sich auch im Vorfeld
Umfeld nicht regeln. Also ich kann auch eine Immobilie nicht vererben, irgendwie so gestaltet, dass hinterher also keine Pattsituation oder sowas entstehen, sondern es irgendwie ein Mehrheitsverhältnis gibt. Das geht ja wahrscheinlich nur über Instrumente wie eine Stiftung, in die ich das einbringe und ähnliche Logiken, oder? Nein, das lässt sich schon regeln. Aber das liegt natürlich in den Händen des Erblassers. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Wenn jemand Vermögen zu vererben hat oder insbesondere auch Immobilien, ganz klar, der muss ein Testament machen aus meiner Sicht. Geht nicht anders. Es geht für seine Erben nicht anders. Wenn ihm die Erben am Herzen liegen, dann sollte er das tun. Derjenige kriegt dann ja nichts mehr mit, wenn der Fall eintritt. Dem ist wahrscheinlich egal. Aber wenn ich das regeln möchte und möchte das Erbe erhalten, möchte beispielsweise meinen Kindern was Gutes tun, dann muss ich ein Testament haben. Und genau da lassen sich diese Dinge ja regeln. Ich kann zum Beispiel Testamentsvollstreckung anordnen, der dann auch bestimmte Befugnisse kriegt, was er tun darf, was nicht, der Testamentsvollstrecker. Oder natürlich, ich kann es einfach aufteilen. Ich kann sagen, Kind 1 kriegt das Mehrfamilienhaus, Kind 2 kriegt das Mehrfamilienhaus, Kind 3 kriegt ein Depot. Und dann wirklich jeder genau dieses einzelne Wirtschaftsgut. Mhm. Und kann das tun und machen, was er will. Wunderbar. Also, egal, ob ich Immobilieninvestor bin, der seine Nachfolge, sein Nachlass regeln will, ob ich Erbe bin von jemand, der immer ein Immobilienvermögen aufgebaut hat, oder ob ich einfach nur Immobilieninvestor bin, der vielleicht Immobilien kaufen möchte. Es lohnt sich extrem, sich mit dem Thema Erbschaft grundsätzlich zu beschäftigen und da mal tiefer einzusteigen. Das Thema ist beliebig tief. Das war sicherlich nicht das letzte Q&A-Video dazu. Für den Moment aber erstmal vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Wenn dir das Video gefallen hat, neben uns findest du mehr Videos von Immocation. Ja, und wenn du in Zukunft keine mehr verpassen möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal.